Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Ich am Weg Wandern mit Peter. Auch begrüße ich euch hier aus dem wunderschönen tschechischen Hustopeče. Und ja, was bedeutet das? Das bedeutet, wir begeben uns jetzt auf eine ganz besondere Themenwanderung und zwar entlang der Kester Tomáš Masaryk Masaryk. Er war der Mitgründer und der erste Staatspräsident der Tschechoslowakei. Und ja, das hier ist sozusagen seine Gegend, die wir uns jetzt anschauen werden. Ich werde euch ein bisschen was zu seiner Geschichte erzählen. Und ja, in der ersten Etappe heute gehen wir von hier, von Hustopeče, bis nach Čajč. Und ich würde vorschlagen, ihr lehnt euch zurück und lasst mich machen und lasst euch inspirieren. Also dann gehen wir, los geht's. Tomáš Garrigue Masaryk war ein tschechischer Philosoph, Soziologe, Schriftsteller und Politiker sowie Mitbegründer und Staatspräsident der Tschechoslowakei. Masaryk wurde 1882 zum Professor für Philosophie an der Prager Karls-Universität ernannt. Mit der Forderung nach Revision des Prozesses im Fall Hilsner trat er in der tschechischen Presse gegen antisemitische Vorurteile auf. Masaryk, der zweimal als Abgeordneter in den österreichischen Reichsrat gewählt wurde, setzte sich während des Ersten Weltkriegs erfolgreich für die Gründung eines unabhängigen und demokratischen tschechoslowakischen Staats ein, dessen Präsident er von 1918 bis 1935 war. Der Beginn der Route befindet sich in Hustopeče, wo der erste tschechoslowakische Präsident am Piaristengymnasium in der Nähe des Masarykplatzes studierte. Hier hielt sich der junge Student von 1861 bis 1863 auf. Hustopeče ist eine südmährische Weinstadt und liegt 25 Kilometer nordwestlich von Česlav. Aus der Stadt folgt die Straße der Roten Markierung nach Manonjova NS, der Mandelplantagen und um die Deiche Pšetní und Zadní herum. Sie führt in die Steppenwiesen des Naturschutzgebietes Kamenný vrch bei Kordejov. Dann kreuzt die Kester die Straße 420 und bald darauf tritt man in den Kukmandelwald ein.
und folgt schließlich dem Fluss Divaki Potok, bis man das gleichnamige Dorf Divaki erreicht. Dort finden wir auch die Kirche der Himmelfahrt der Jungfrau Maria vor. Und gleich daneben befindet sich auch das Schloss von Divaki. Weiter geht es schließlich durch den Wald von Neda Novem, wo man auch eine herrliche Aussicht über diese wunderbare Gegend bekommt. Noch bevor wir den nächsten Ort erreichen, finden wir uns vor der eindrucksvollen St. Barbara Kapelle wieder. Große Steinstufen geleiten mich bis zu ihr hinauf. Ein idealer Rastplatz. Die Erinnerung an Tomasz Galik Masaryk finden wir in Form einer Gedenktafel an der evangelischen Kirche wieder, die über die Teilnahme von Masaryk an Gottesdiensten in den Jahren 1878 bis 1882 informiert. Von Globoki führt die Route durch Weinberge auf den Haraski-Hügel zum Dorf Brumovice. Der Ausblick über Südmähren ist einfach beeindruckend. Oberhalb des Kobeliska-Felsens, eines Felsrückens, der von senkrechten Wänden ehemaliger Steinbrüche gesäumt ist, in Sichtweite des Dorfs Kobeli, kann man in der Ferne bereits den Zielort Chaicho kennen.
An manchen Tagen begegnet man auch seinen tierischen Bewohnern. Die Route führt jedoch zu einem anderen berühmten Weindorf, nämlich zum besagten Tscheitsch. Es muss daran erinnert werden, dass Tomasz Galik Masaryk als Junge einen bedeutenden Teil seines Lebens in Tscheitsch verbrachte. Die Familie Masaryk zog im April 1864 nach Tscheitsch und lebte zunächst auf dem Gutshof im Haus Nummer 3. Das war sie also meine erste Etappe entlang der Tomasz Galik Masaryka und diese Tour sehen wir uns nun noch einmal gemeinsam von oben aus an. So, meine Lieben, hier beim alten Bahnhof von Tscheitsch, da endet meine erste Etappe entlang der Kester Tomasz Galik Masaryk und es war wirklich großartig. Die Tour hat immer mehr an Fahrt aufgenommen, es hat alle Facetten gespielt und ja, ich bin wirklich glücklich. Und hier an dieser Stelle, da werden wir dann mit der zweiten Etappe und auch schon wieder mit der letzten dann beginnen. Da geht es dann von hier, von Tscheitsch, dann weiter bis nach Rodonin. Und da lade ich euch recht herzlich ein, mir wieder zu folgen. Zu dieser Tour findet ihr jetzt noch sämtliche Informationen, natürlich wo, bei meinem virtuellen Tourenbuch. Also ab ins Studio! Und da sind wir auch schon. Wir werden uns jetzt gemeinsam noch einmal die Fakten dieser wunderbaren Tour anschauen. Wo befindet sich die Kester Tomasz Galik Masaryka genau? Die befindet sich im tschechischen Südmähren, im Okres Czeslaw, also bei Lundenburg. Meine erste Etappe war ca. 34 km lang, dabei habe ich 480 Höhenmeter aufwärts und 490 Höhenmeter abwärts absolviert. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat an dieser ersten Etappe, ist, dass der Weg doch an interessanten Städten und Dörfern vorbeikommt, die doch eher einen etwas rustikaleren Charme haben, aber trotzdem wunderbar in dieses Landschaftsgefüge hineinpassen. Das Panorama ist wunderbar, auch wenn es ein bisschen dauert, man muss erst aus der Waldgegend hinaus, aber dann über das üppige Hügelland, da sieht man richtig schön über Südmähren. Die Tour ist einfach wunderbar markiert, nahezu perfekt, besser kann man es nicht machen. Es ist nicht wirklich notwendig, eine Karte mitzuführen, denn die markante Rotmarkierung sticht einem so ins Auge und man hat gefühlt alle 300 bis 400 Meter eine weitere Markierung auf Bäumen, auf Mauern. Man findet sich wirklich wunderbar zurecht. Lobenswert ist auch hervorzuheben, dass wenn es etwas zu erklären gibt und wir finden die ein oder andere Erklärtafel vor, dann gibt es neben der englischen Beschreibung auch eine deutsche Beschreibung. Ein Nachteil könnte es sein, dass man bei dieser Tour auf den öffentlichen Verkehr angewiesen ist, da es sich ja um keine Rundtour handelt.
Aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus gibt es sehr, sehr wenig Infrastruktur auf dem Weg, aber auch zwischen den einzelnen Ortschaften. Man muss also, wenn man diese Tour gehen möchte, diese vorher gründlichst planen. Und dann wiederum muss man aber auch schauen, dass man dementsprechend seine öffentlichen Verkehrsmittel zeitlich auch erwischt. Versäumt man zum Beispiel einen Zug, dann kann es auch ein bisschen dauern, bis der nächste kommt. Und leider schafft es auch diese Tour, ich würde mal sagen, im ersten Drittel gewisse Aussichtspunkte zu umgehen. Es gibt auf dem Weg zwei Aussichtswarten, die zwar markiert und angeschrieben sind, wo aber der Weg elegant daran vorbeischlängelt. Natürlich kann man diese in seinen Touren mit einplanen, doch der Weg sieht diese nicht vor, was ich sehr schade finde. Mein Gesamtfazit fällt aber trotzdem sehr positiv aus, denn ich war sehr angenehm überrascht über die Vielfalt entlang dieser Tour und ich freue mich jetzt schon auf die zweite Etappe von Tschaitsch nach Hodonin. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch da wieder virtuell begleitet und euch von mir etwas inspirieren lasst. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Also bleibt am Weg. Euer Peter.